Hallo ihr Lieben, ich habe für euch hier so ein Schnäppchen Woolworths Haul mit Weihnachtssachen. Ich wollte euch den gerne zeigen, weil vielleicht so ein paar Inspirationen für nächstes Jahr für den Adventskalender sind. Es ist querbeet gemischt, es sind 1 Euro, also kosten nur noch 1 Euro oder 10 Cent. Ich werde es dann einmal erwähnen, was 1 Euro bzw. was 10 Cent kostet. Wenn ich was nicht sage, dann ist es weiterhin der gleiche Preis. Viele 1-Euro-Artikel sind es nicht, es sind sehr viel 10-Cent-Artikel. Und ja, wir starten einfach mal. Ich war heute noch mal da, das liegt jetzt aber oben. Das waren aber nur noch ein paar Kleinigkeiten, weil manchmal hat man ja so zwei, drei Sachen übersehen. Und zwar, ich fange mal an. Meistens steht ja der Preis auch drauf. Hier zum Beispiel war oder ist eine batteriebetriebene Lichterkette, also so ein Lichterschlauch. Der kostete mal 7 Euro und dann nur noch 1 Euro. Dann habe ich hier ganz viele Weihnachtsblöcke. Da habe ich mir den Preis schon abgemacht, bis auf den. Da seht ihr, der hat nur noch 10 Cent gekostet. Da habe ich also. Sind zwei Sorten, die habe ich mitgenommen. Und bei den anderen habe ich jetzt die Preise schon abgemacht. Einfach weil es schöner aussieht, wenn man sagt, man möchte das verschenken. Eine Seite ist normal und die andere Seite ist so gesehen foliert. Hier ist mir nur aufgefallen, ach so. Ah, okay. Hoho und Hoho. Jetzt habe ich nämlich gedacht, das ist doch so bedruckt, aber das ist. Nee, es ist also beidseitig bedruckt. Dann Gold, also foliert auf jeden Fall und nicht foliert. Da kann man sich entscheiden, welche Seite man nehmen möchte. Vorher mal 2 Euro gekostet. Und dann einmal die Variante. Die fand ich sehr, sehr schön. Finde ich sehr gut für Karten oder für ein Album. Und hier ist das so wunderschön in Holo. Beziehungsweise ist es eigentlich Silber und durch das Licht, wenn das drauf scheint, ist es holographisch. Wie gesagt, nicht foliert und foliert. Das ist halt, kann man sich dann entscheiden, was einem besser gefällt. Weil das wäre mir jetzt, glaube ich, zu viel. Ich würde dann eher die Variante bevorzugen. So, dann habe ich eine Mitteltischdecke genommen von 85 x 85 cm und zwar mit Schneeflocken. Gab es noch, glaube ich, mit irgendeinem richtigen Weihnachtsmotiv. Aber Schneeflocken fand ich ganz gut, weil es eher winterlich ist. So, dann habe ich große Blöcke noch entdeckt. Da habe ich noch ein paar dagelassen, weil ich dachte, so viel brauche ich nicht. Den gab es leider nur einmal. Von denen gab es noch ein paar mehr. Die waren jetzt auch nur noch 1 Euro. Und zwar blätter ich den schnell mal für euch durch. Der hat eine schöne Größe. Ich weiß nur gerade nicht, wo ich etwas zu messen habe. Ich glaube, das habe ich alles mit nach oben geschleppt, weil ich drehe ja mein Video wieder im Keller. Also wunderschönes beidseitiges Papier. Einmal die Variante. Ist auf alle Fälle kein 30 x 30. Ich würde behaupten, ist ein bisschen kleiner. Größe steht leider nicht drauf. Steht es hier hinten drauf? 25 mal 25, glaube ich. Hier oben in der Ecke sieht man es ein bisschen dort. Wartet. Nee, ist alles überklebt. Ja. Aber ich glaube 25 mal 25. Schaut mal, wie schön. Ja, auf alle Fälle beidseitig bedruckt. Wunderschöne Ganzseitenmotive. Schaut mal. Also für ein Cover total schön. Für jede Seite natürlich zweimal. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, für so eine Leinwand oder Dekoupage oder wie man das nennt. Ich weiß es gerade nicht. So, dann weiter habe ich drei Ausmalbücher. Auch je 10 Cent. Sind so Kindermotive. Ich mache jetzt nur das eine, weil sonst sprengt es das Video. Hier waren die Preise oben drauf. Ich glaube, man sieht es auch so ein bisschen. Ich habe das hier versucht abzumachen, aber irgendwie ist immer noch ein Rest da. Die war mal 2,50 Euro, war nachher auch nur noch 10 Cent. Dann war es was nicht Weihnachtliches. Der Zwerg wird im September 9. Habe ich gedacht, für 10 Cent kann man solche Luftballons direkt für den Geburtstag mitnehmen. Dann habe ich Snack-Geschenksets
gefunden. Vielleicht werde ich die irgendwie anders verarbeiten. Dann war so ein bisschen Silvesterdeko noch dabei. Die waren jetzt auch 10 Cent. So Papierkugeln, denke ich, kann man auch zum Geburtstag nehmen. Da ist dieses Set nochmal. Hier ist schon was rausgefallen. Dann habe ich zwei Kerzen gefunden. Für 10 Cent. Dann solche Ringe. Ich glaube, die kann man auch neutral verbasteln. Die sind jetzt auch 2 Euro gewesen. Dann die Ausstecher. Das geht irgendwie immer. Die Boxen habe ich auch 2 mitgenommen. Die sind 2 Euro gewesen und dann nur noch 10 Cent. Schaut mal, hier sieht man es. Das ist so ein bisschen blöd. Müsste man sich überlegen, ob man da irgend noch was drauf macht. So, hier ist zum Beispiel dieses Konfetti. 1,50 Euro war es mal. Dann waren es nur noch 10 Cent. Davon habe ich ein paar mehr mitgenommen. Ich dachte, für so Schüttelobjekte ist das bestimmt nicht schlecht. Oder für Streudeko wirklich für die Silvesterzeit. Dann einmal hier Konfetti. Und dann nochmal dieses hier. Dann Rätselhefte. Immer das gleiche, je 10 Cent. Dann habe ich Servietten gefunden, das geht ja immer. Dann habe ich so einen Weihnachtssack gefunden, den fand ich echt cool. Da hatte ich den Zwerg dabei, den habe ich gesagt, den werden wir so ein bisschen füllen und stellen wir den vor die Haustür, wenn wir sagen, wir wollen den so nicht benutzen. Und dafür fand ich den gut, auch 10 Cent. Noch mehr Servietten. Dann gab es hier, da war ich jetzt im Nachhinein doch ein bisschen irritiert, aber ich habe sie für etwas anderes mitgenommen, für 10 Cent. Und zwar ging es mir um diese Holzstäbe, die sind sonst richtig teuer und die steht Hallo 2023. Aber wir haben ja Hallo 24. Ich glaube, die waren schon ein bisschen älter. Ja, auf alle Fälle diese zweimal, wegen den Holzstiften. Hier ist auch doppelseitiges Klebeband drin. Dann Partybecher, die gehen immer, auch wenn es nicht Silvester, also braucht man nicht für Silvester nehmen. Einmal so ein Weihnachtsschleifenband für 10 Cent, Weihnachtskarten für 10 Cent. Warte, jetzt muss ich mal hochnehmen. Das ist ein bisschen. Wartet. Nummer 1. Nummer 2. Ja. Box nochmal. Dann habe ich diesen noch gefunden. Leider nur einen für 10 Cent. Diese Herzanhänger auch für 10 Cent. Dann schwarze Luftschlangen. Ich fand es einfach interessant, dass es schwarze Luftschlangen gibt. So, davon habe ich insgesamt, glaube ich, 6 gefunden. Das fand ich echt cool. Solarlampen für draußen. Bei uns wird momentan irgendwie alles ab- und umgefahren. Der hat noch 1 Euro gekostet. Ich fand den aber so schön. Ich würde den auch so regulär stehen lassen mit den Sternen. Er hätte mal 5 Euro gekostet. Fand ich echt toll. Dann habe ich gefunden, schön, dass es dich gibt, eine Weihnachtskugel für 10 Cent. Dann, hier gehen überall die Zettel ab. Teelichthalter als Schneemann, davon habe ich, glaube ich, 5. Ich gucke gleich nochmal. Den habe ich gefunden, das ist auch aus Glas Engelchen eine Kugel. Dann Partyhüte, Happy New Year, fand ich einfach witzig. Dann habe ich diese Ringe nochmal mitgenommen. Das schade fand ich, die waren zwischenzeitlich sehr, sehr klein. Und ich dachte, wenn man da irgendwas drauf dekorieren will, sollten sie ein bisschen größer sein. Aber sie sind sehr unterschiedlich, halt handgemacht. Aber 10 Cent, ne? Konnte ich jetzt nicht widerstehen. Ein Teelichthalter, den werde ich mir so oben ins Bad hinstellen. Eine Haarspange in Rot für 10 Cent. Dann fand ich das ganz toll, da habe ich mir auch vorsichtig schon den Sticker oben drauf abgemacht. Weihnachtsrezept und dann guckt mal. Aber da gab es leider nur noch eine mit einem Ausstecher als Herz. Und die war auch reduziert. Hier, ich habe es nochmal draufgeklebt. Wären 2 Euro gewesen. Dann habe ich 2 Kaffeebecher.
mitgenommen. Dann hier so eine Kugel zum Füllen. Also hier meine Schneemänner. Die werden zu Weihnachten auch in Adventskalender kommen. Mein Mann hat mir jetzt gesagt, mach das doch wieder und das war doch toll. Und ja, also es wird dieses Jahr wieder Adventskalender geben. Ich habe jetzt eine Freundin gebastelt und die hat gesagt, du musst für meine Mama und für meinen Papa auch machen. Ja, und da, wenn man dann sagt, es sollen Kleinigkeiten drin sein, dann passt das für irgendeinen Adventssonntag bestimmt so ein tolles Teelichthalter-Ding rein oder hier so eine tolle Dose, die man dann füllt mit einer Leckerei. Und die war jetzt auch 10 Cent. Also für sowas ist das echt, echt super, wenn man sagt, man möchte dafür, ne, dann Happy New Year Becher passen zu den Hüten. Dann habe ich die mitgenommen. Leider gab es keine Strohkränze mehr. Dafür sind die nämlich perfekt, um etwas festzumachen. Hier ist noch ein Kassenbon. Also ich war dreimal im Endeffekt da, weil ich einmal zwischenzeitlich arbeiten war. Da war ich davor und dann war ich nach der Arbeit auch noch mal ganz schnell. Mein Kaffeebecherdeckel. Dann Tröten, die finde ich auch recht neutral. Das muss nicht unbedingt Silvester sein für 10 Cent. Diese für 10 Cent, die kann man schön auf Karten aufkleben. Hier so Muffins, Förmchen. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel bei den Adventskalendern das so gemacht, dass ich für die Freundin den Adventskalender gefüllt habe und zwei Samstage habe ich zum Beispiel Backutensilien reingepackt, einmal für Muffins und einmal für Plätzchen. Zum Beispiel, ich hatte Backpulver und Vanillezucker, irgend so eine Kleinigkeit und bei dem einen waren Muffinförmchen mit dabei und bei den anderen waren Ausstecher dabei, so dass man immer was hatte. Bester Papa. So, Tüte 1 ist leer und jetzt kommt noch Tüte 2 und dann bin ich durch. Es ist im Endeffekt gar nicht so viel, aber es ist schon viel. So, dann habe ich total dieses hier gefeiert. Ein Kissen und das war auch einfach mal nur 10 Cent. Richtig cool, 2,50 €. Das wollte sich mein Sohn schon abgreifen. Sag ich, nein, ich muss erst kurz davon ein Video drehen. Und das wollte ich ihm euch zeigen und deswegen, ja. Dann habe ich hier solche Socken gefunden. Die fand ich zum Beispiel total cool. Die werde ich mir füllen. Und dann werde ich das als Nackenkissen vielleicht nutzen, weil das ist so ein toller Stoff. Und für ja, 10 Cent fand ich die echt witzig. Und dann werde ich mal sehen, ob ich mir da, gibt ja bei Action diese Füllkissen oder woanders, das dann reinmachen und dann hier oben einfach zunähen lassen. Oder ich werde das mal zunähen, vielleicht schaffe ich das ja. Und ja, dann habe ich ein wunderschönes Nackenkissen. So, dann gab es hier diese, hier steht Kratzbuch. Ich denke, das wird eine Karte sein. Davon habe ich heute noch mal zwei gefunden, die mussten mit ein Glas, ho ho ho, für 10 Cent. Ich muss gleich mal gucken, dass mir da hier nichts runterplumpst. Die Lampen, noch welche, was ist hier? Ach, die Ohrringe. Ja, ich habe wunderschöne Ohrringe gefunden für je 10 Cent. Total schön. Wartet mal, die packe ich einfach direkt wieder in eine Kiste, damit die hier nicht irgendwie direkt wieder verloren gehen. Ach so, dann was nicht weihnachtliches, es gab hier irgendwelche Crisp und Crunch-Riegel zum Probieren für 10 Cent. Ich gedacht, die kann man mitnehmen, haltbar bis 23.01. Also kann man die auf jeden Fall noch naschen. Dann sowas hier zum Basteln, das ist zum Beispiel auch für den Adventskalender, das ist für den Adventskalender, für die Kinder. Hier ist noch eins. Ich glaube, es sind drei Kinder, wo ich einen machen darf. Hier ist eine Kerze als Schneeball. Dann habe ich für uns, wir dekorieren aktuell immer nur ein Fenster, das Badefenster. Habe ich mir gedacht, die sind recht wieder neutral. Die werde ich dann für nächstes Jahr nehmen. Dann braucht man bloß das Merry Christmas abmachen. Der Rest ist sehr winterlich, je 10 Cent. So. Dann habe ich für einen Euro diesen Stern gefunden. Was ich total cool finde, ist, dass sie mit Timer sind. Den muss ich mal einfach an die Seite packen, weil der ist aus Glas. Da bin ich auch froh, dass der überlebt hat. Dann habe ich kleine Kerzen für 10 Cent gefunden, die sogar in diese Teelichthalter passen. Also wenn man nicht nochmal extra Teelichter kaufen möchte, werde ich wohl die nehmen. Ein Engelausstecher für einen Adventskalender. Dann habe ich hier so
Seidenpapier, Füllmaterial, so weihnachtlich und so weihnachtlich gekauft, je 2 Stück. Dann habe ich das hier zum Basteln für einen Adventskalender geholt und dieses. Meistens jede Sorte nur einmal, damit man nicht nachher zu viel rumliegen hat, weil nächstes Jahr gibt es ja wieder Neues. Nochmal Ohrringe. Dann habe ich den entdeckt, den fand ich ganz witzig. Dann hier ist das Papier nochmal. Dann habe ich unfassbar viele Sticker gekauft, weil aktuell ist so voll alles, was mit Sticker zu tun haben, lieben die Kinder. Natürlich sind auch ein paar für mich. Beispielsweise um Geschenke zu dekorieren oder wenn ich die Adventskalender fertig mache, dann landet da auch gerne schon mal ein Sticker mit drauf. Die Sticker kosten alle 10 Cent. Dann haben wir diese Filzsterne nochmal. Dann habe ich Strohhalme gefunden mit so einem harten Plastik. Die fand ich auch toll. Ich denke, man kann, wartet mal, man kann, guckt mal, diesen Clip abmachen und dann kann man die auch so benutzen. Sticker, noch mehr Sticker. Hier ist so ein Topper, für wenn man sagt, man möchte einen Weihnachtskuchen oder irgendein Dessert machen, da kommt der dann rein. Und hier nochmal Strohhalme. Dann habe ich Schablonen gefunden, eigentlich fürs Fenster, auch zu 10 Cent. Aber ich habe gedacht, wenn man sagt, man möchte eine Karte gestalten und macht das mit so, es gibt ja diese Pustestifte, es gibt ja Acrylfarbe, es gibt Wasserfarbe, es gibt hier mit dem Pinsel zum Spritzen. Also irgendwas Cooles wird sich damit sicherlich einfallen lassen. Die habe ich hier zweimal mitgenommen, weil ich dachte, falls ich eins behalten möchte. Sticker. Jetzt wird es ganz schön hoch. Entschuldigt bitte. Ich würde es gern wegräumen, aber meine Zeit läuft. So, dann habe ich hier ein Bastelset. Ich lege es einfach ein Stück daneben oder ich lege es gleich auf den Boden. Dann habe ich, wartet mal, die hier gefunden. Die waren jetzt 50 Cent. Einmal die Variante. Ich zeige euch das mal von hinten, weil ich werde es jetzt nicht durchblättern. So. Und davon habe ich hier 2 gekauft. Ich glaube nämlich, ich habe irgendeine Variante letztes Jahr auch gekauft. Ich weiß nicht, ob für 50 Cent oder für, ja, also solches Papier und so Die-Cuts. Voll cool. Mag ich sehr gerne. Also Sticker ohne Ende. Wartet mal. Hier Sticker. Dann habe ich die hier nochmal gekauft. Also hier solche Sticker. Hier Backidee, ne? Dafür sind die super, dass man dann sagt, das damit rein. Diese hier. Solche Figuren habe ich ganz viele gekauft, weil die möchte ich für eine Karte nächstes Jahr verwenden. Hier sind nochmal die Sterne. Dann habe ich aber leider nur einen gefunden, einen Clear Stamp. Zu 10 Cent. Noch eine Lampe, noch mal Kerzen, noch ein Engel. Die Kerzen zeige ich euch jetzt nicht noch mal. Hier habe ich noch eine dunkelrote Haarspange. Ich habe jemand, die steht total auf Haarspangen. Dann hier Ohrringe für 10 Cent. Dann habe ich so 2 Platzsets gefunden. Die habe ich gedacht, die werde ich nehmen, um den Tisch ein bisschen zu dekorieren. Nächstes Jahr, weil meine musste ich jetzt wegmachen. Da ist irgendwas drauf gekleckert und man kann die ja so schlecht waschen. Dann diese Ohrringe. Diese Ohrringe. Dann kommt schon so gesehen das letzte. Hier habe ich nur 1 mitgenommen. Da gab es auch verschiedene Varianten. Das fand ich am niedlichsten für 10 Cent. Und dann gab es noch Karten-Make-Sets für 10 Cent. Da gab es auch verschiedene Varianten. Einmal diese. Einmal diese. Ich muss mal gucken. Das ist das mit dem Schneemann.
Was das mit dem. Ja, zwei Varianten. Ich habe das jetzt mit dem Schneemann noch und mit dem hier. So, ihr Lieben, ich glaube, mein Video ist zu Ende, weil meine Zeit einfach um ist. Ihr Süßen. Hoffentlich habe ich euch ein bisschen inspiriert. Bis dann. Ciao.